Leute, was geht denn damit? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother von der HSV-Karriere, Karriere Brüsseler. Intro komplett verkackt. Moin, Folge 18, was geht? Ja, Freunde, wir sind zurück mit dem HSV. Rüdiger Rammel, 93er Bewertung, Tabellenplatz 9. Sieht ganz solide aus, ne? Wir können auch überholt werden von Gladbach. Wir springen auch mal direkt rein. Wurden wir gerade. Wir sind auf dem 10. Tabellenplatz. Die haben noch, jetzt ein Pünktchen mehr als wir. Köln hat gerade gegen Schalke gewonnen. Aber alles in allem sieht die Situation sehr gut aus. Wir haben unser nächstes Ligaspiel gegen Wolfsburg. Man muss sagen, letzte Episode war okay. Wir haben jetzt 4 Spiele in Folge, die wir nicht verloren haben. Leihangebot für Amici, das lehnen wir erstmal ab, würde ich sagen. Ist sowieso Laie mit Kaufangebot. Ja, die Wanyoman-Verletzung, die überschattet natürlich einiges, Freunde, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ey, wir sind 4 Spiele in Folge ungeschlagen. Trotzdem muss man auch sagen, also wir haben gegen den 18. Düsseldorf ganz knapp 1-0 gewonnen. Gegen den 17. Freiburg nur unentschieden gespielt. Gegen die spielen wir auch als nächstes im Pokal dann. Ja, keine Ahnung. Ich sollte wahrscheinlich eigentlich zufrieden sein, aber ich bin es nicht wirklich. Womit ich auf jeden Fall zufrieden bin, ist, wenn ihr hier auf der Folge wieder einen Daumen nach oben da lasst, Freunde. Macht ihr wieder die 10.000 Likes, Freunde. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und schreibt gerne Kommentare, denn als nächstes steht die Transferfolge an. Ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich natürlich vorbereitet sein. Jetzt geht es erstmal auswärts nach Wolfsburg und ich glaube, einer von Wolfsburg hat ja gerade den Player of the Month gewonnen und ich meine zu sehen gehabt zu haben, dass das Kollege Schnürschuh Suat Serdar sein wird, oder? Ich meine, das war hier drin. Die News ist jetzt schon weg. Aber ich glaube, Suat Serdar ist der Bundesliga-Player of the Month aus dem Monat Wolfsburg. Ich meine, der Typ hat auch einfach 13 Saisontore in 12 Spielen als Mittelfeldspieler. Läuft bei ihm. Wir gehen rein in die Partie. Wir spielen mit der ersten Garde, mit der ersten Elf. Björn Wolf. Aktuell plus 6 die Form. Okay, das ist auf jeden Fall stabil. Guckt euch das an. Suat Serdar, der spielt neben Arnold Sechser, hat 13 Saisontore. Ich könnte meinen Arsch drauf verwetten, dass der gegen uns auch treffen wird. Nee, Alter. Wir holen einen Punkt in Wolfsburg. Stark. Ey, richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut, Freunde. Damit sind wir 5 Spiele am Stück ungeschlagen. Wenn wir jetzt gegen Freiburg im Pokal weiterkommen. Alter, wir starten ja hier richtig eine Serie. Chubumoting bedankt sich, dass er wieder eingesetzt wird. Ich bin stolz auf den. Hat nur noch ein 72er Rating, aber ey, der nimmt die Rolle als Backup an und dann ist es auch völlig in Ordnung. Terodde ist immer noch auf dem 73er Rating, ansonsten hat sich, glaube ich, nichts getan. Doch, nee, hier Wolf ist hochgegangen auf 68 und ich glaube Keller auch auf 64 hoch. Ansonsten, ich schaue hier gerade mal in die Verträge rein und wir müssen was machen. Hier sind einige Leistungsträger, die nicht mehr allzu lange Vertrag haben. Ich meine, klar, Fein ist geliehen, da werden wir eine Ablöse zahlen müssen. Ja, Terodde beendet ja leider seine Karriere, das ist bitter. Brian Hein, da möchte ich auf jeden Fall verlängern. Delegieren wir mal, ja, 3 Jahre Perspektivspieler, das passt auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, dass wir auch Winsheimer verlängert bekommen. Den finde ich als Backup nämlich vollkommen solide. Ja, sporadisch. 3 Jahre, 17.000er Gehalt. Auch easy. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Duziak und Van Drongelen. 2 unserer wertvollsten und besten Spieler. Da möchte ich nichts anbrennen lassen. Das heißt, ich gehe selbst in die Vertragsverhandlungen rein. So, als erstes geht's um Duziak. Der wird natürlich auch eine gute Gehaltserhöhung bekommen. Ist bei uns Schlüsselspieler. Ist einer der besten, ja, Spieler im Kader. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich würde ihm natürlich gerne einen langfristigen Vertrag anbieten. Das heißt, einen 4-Jahres-Vertrag. Und das Ganze würde er auch rein theoretisch beim passenden Angebot annehmen. Freigabesumme machen wir nicht. Er möchte 31.000 Euro Gehalt für 5 Tore, 185.000. Den Bonus nehme ich mal raus. Und einen Einstiegsbonus von 280.000. Ich mache 300.000 Einstiegsbonus und 30.000er Gehalt. Ich glaube, das wäre ein fairer Deal. Er möchte 31.500, aber dann nehmen wir das Ganze an. Jeremy Duziak verlängert um 4 weitere Jahre beim Hamburger Sportverein. Das ist mal ein richtig gutes Zeichen an die Mannschaft. Sehr, sehr nice. Und genau das gleiche wollen wir natürlich auch bei Van Drongelen machen. Das heißt, da gehen wir auch rein. Der ist mittlerweile 22 Millionen Euro wert. Und er geht direkt rein in die Gespräche und sagt, Boys, ich möchte Schlüsselspieler sein. Und das wollen wir ihm natürlich auch gewähren. Restliche Vertragslaufzeit, 8 Monate. Ich will mit ihm einen langen Deal abschließen. 5-Jahres-Vertrag für Rick Van Drongelen. Und rein theoretisch hätte der da sogar Bock drauf. Freigabesumme übergehen wir. Und der will ja fast gar... Ey, das machen wir direkt. Ich mache das Spiel ohne Gegentor weg. 23.500 Gehalt. Hier, machen noch ein bisschen Einstiegsbonus hoch. Zack. Das ist ja wild. Das ist ja nichts für so einen Spieler. Rick Van Drongelen verlängert seinen Vertrag um 5 Jahre. Lul. Digga, was bin ich für ein Verhandlungsjuli? Van Drongelen und Drongelen und Duziak. Digga, der hat einfach jetzt noch 5,5 Jahre Vertrag. Moin, Meister. Also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Aber wer ohne Witz, wer auch noch verlängern muss,
weil der sich einfach einen neuen Vertrag verdient hat, ist Fevers. Ich glaube, der ist aktuell auch noch nicht so zufrieden mit seinem Vertrag. Da wollte ich generell sowieso mal drüber schauen, weil hier viele unzufrieden sind. Weil die einfach, ja, viel zu wenig Gehalt bekommen für einen Erstligaspieler. Bei Fevers müssen wir auch mal drüber gehen. Der hat noch 2 Jahre Vertrag, aber der braucht was Neues. Der braucht mehr Gehalt. 8.500, das ist für einen Spieler seiner Klasse einfach komplett lächerlich. 3 Jahre Vertragsverlängerung für Fevers. Er möchte nur 1 Jahr. Komm, machen wir 2 Jahre da draus. Ey, das wäre sick. Dann hätte der nach der Saison noch weitere 4 Jahre Vertrag. Freigabesumme übergehen wir. Und auch der möchte nicht viel Gehalt haben. Das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich würde sagen, wir machen 300.000 Euro Einstiegsbonus und dann 29.000 Euro Gehalt glatt für Fevers. Das wäre legendär, wenn er das annimmt. 29.500 und damit hat auch Fevers einen neuen 4,5-Jahres-Vertrag. Ich habe jetzt noch bei einigen anderen Spielern hier den Vertrag verlängert. Das heißt, alle sind vorerst erstmal wieder mit ihrem Gehalt zufrieden, bis auf so ein paar Ausnahmen. Aber gut, Ambrosius zum Beispiel, der wird sowieso ausgeliehen, dann ist es eh erstmal egal. Genau das gleiche gilt für Fabisch. Anvia Jay ist noch unzufrieden mit seinem Vertrag. Das heißt, der soll auch einen neuen bekommen. Aber das wäre ein bisschen wild vom Gehalt. 23.500 Wochengehalt, 1 Jahr Verlängerung. Okay, das passt doch, Alter. Dann hätten wir das erstmal und das Pokalspiel auswärts bei Freiburg steht an. Also da müssen wir schon weiterkommen, bin ich ehrlich zu euch. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, im Pokal ein bisschen durchzurotieren. Und das werde ich auch machen. Onana, Fein, Terodde, Choupo-Moting und Keller spielen von Anfang an. Also Keller diesmal auf der Rechtsverteidigerposition. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, gucken uns das natürlich auswärts in Freiburg an. In der Hoffnung, dass wir hier eine Runde weiterkommen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice, wenn wir auch über den Winter hinaus im DFB-Pokal am Start bleiben. Freiburg hat sich übrigens Van Arnold gegönnt, Alter, läuft bei denen. Und dann bin ich mal gespannt, was es gibt. Wir haben teilweise halt richtig junge Leute auf dem Feld, wie zum Beispiel Onana oder auch Björn Wolf oder eben Keller. Aber ganz vorne eben die alte Garde, wie zum Beispiel Terodde, der die Vorlage macht für Alex Fevers, 11. Minute, 0:1. Genauso möchte ich das doch sehen, Freunde. Sehr guter Start in die Partie. Und da sieht man dann auch die Qualitäten, die zum Beispiel ein Simon Terodde noch hat. Macht den Ball richtig gut fest, macht den Raum frei. Und dann kann Fevers den richtig gut da einschieben. Und so früh führen wir 1:0. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Und die Freiburger kommen mit Höhler und dem 1:1. Das ist deren erster Torschuss. Ah, bitteres Ding. So, Wamangi Tuka, macht mal was. Geht da durch 2 Leute durch. Der Ball kommt zu Terodde und der legt seinen nächsten Treffer vor. Onana. Alter, ich freue mich richtig für Onana. Ohne Spaß, dem gönne ich es übertrieben. Der macht das 2:1. Wird heute reinrotieren. Und Terodde wird hier noch zum Vorlagengeber, Alter. Richtig stark. 2. Vorlage von Terodde. Oh nein, oh nein. Und wieder Höhler. Wir führen 2-mal und 2-mal kommt dieser Höhler aus dem Nichts. Och Mann, Alter. Was ist das für ein Pokalspiel? Oh nein, da ist wieder Höhler. Oh, vor dem habe ich Angst, vor dem habe ich Angst. Nein, nein, nein. Wir liegen 3:2 hinten und ich spring direkt rein. Ich spring direkt rein. Die Wechsel müssten auch schon durch sein. Van Bergen, Anvia Jay und Duziak sind drin. Ey, ich will hier nicht gegen den Vorletzten aus dem DFB-Pokal rausfliegen. Ich glaube, die sind mittlerweile sogar Letzter. So, kommt Männer, jetzt zeigt mal, auf was für einem Holz ihr geschnitzt seid. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Offensiv mit Terodde, Duziak und Van Bergen darf auch mal wieder ran. So, Terodde, recht. Oh Gott, was war das für ein Pass? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Abseits, oder? Abseits. Kein Abseits! Höhler! Ist nicht im Abseits, immer noch Höhler! Nein! Freiburg macht das 4:2. Wir fliegen ehrlich gegen Freiburg aus dem Pokal. Und wir werden ausgekontert. Björn Wolf mit einem Fehler. Höhler. Höhler bringt den Ball in die Mitte. Rangel. 5:2 für Freiburg. 5:2. Terodde nochmal auf Anvia Jay. Anvia Jay. Kann er noch was retten? Terodde. Duziak. 3:5. Zu spät. Es ist leider zu spät. Terodde macht seine 3. Vorlage. Aber es ist zu spät. Und damit ist die Partie vorbei. Also das war leider heute gar nichts. Vielleicht muss ich mir das auch als Trainer selber ankreiden, weil wir eben vielleicht zu sehr rotiert haben. Ich weiß es nicht.
Ich meine, Tirode haben wir reinrotiert, der macht drei Vorlagen, aber trotzdem. Absolut erbärmlich. Ja, Freunde, das ist die Definition eines Rückschlags. Wir schauen rein in den Monatsbericht der Jugendmannschaft. Ja, so interessant sind die alle nicht. Pfeiffer nehme ich mal raus, der hat nicht wirklich viel Potenzial. Generell kann ich eigentlich alle Torhüter rausnehmen, weil ich einfach nicht noch einen Torwart brauche. Aber gut, wir lassen die einfach mal drin und dann schauen wir. Als nächstes geht's gegen den FSV Mainz 05. Ich glaube, die sind aktuell auf Platz 15 oder so. Ja, ligenmäßig sind wir, glaube ich, 4 Spiele in Folge ohne Niederlage. Ja, aber das mit dem Pokal, ey, das macht mich sauer. Mainz ist 13. Also, Heimspiel gegen Mainz 05. Keller darf nochmal von Anfang an. Keller und Wolf, die beiden Jungwilden, dürfen von Anfang an ran gegen Mainz 05. Wir machen eine schnelle Simulation und das Ganze geht 0:0 aus. Ein weiteres Unentschieden, davon haben wir mehr als genug. Aber, okay, wir nehmen den Punkt mit. Wir haben nicht verloren. Das ist in Ordnung. Wir bleiben damit auf dem 10. Tabellenplatz. Jimenez holt sich den Spieler des Monats Award für November. 3 Spiele sind es noch bis zur Winterpause. Ja, was würde ich der Hinrunde bis jetzt geben? So eine 7 von 10? Eine 6 von 10? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einfach viel zu hohe Erwartungen dafür, dass wir ein Aufsteiger sind. Aber unser Kader, und das ist ja das Schlimme daran, ist einfach besser als das, was wir aktuell spielen. Und das macht mich so ein bisschen traurig. Keller soll ausgeliehen werden, das werde ich aber ablehnen. Die aktuelle Situation zeigt, wie gut wir den gebrauchen können. Von daher lassen wir das erstmal sein. Holpi möchte sehr gerne spielen in der nächsten Partie. Und dann würde ich sagen, können wir ihnen den Gefallen auch auswärts in Köln tun. Denn ja, immer wenn man Holpi braucht, macht er eigentlich sehr solide Spiele. Und deshalb kriegt der Mann heute seine Chance. Ich habe eure Kommentare übrigens gelesen. Wir spielen jetzt mal folgende Offensivreihe. Antwi Ajay, Wamangi Tuka und Van Bergen. Van Bergen war wieder von Anfang an in der Startelf. Übrigens alle Offensivspieler jetzt mit Doppel 5. Ich bin gespannt. Das verspricht sehr viel Tempo. Auswärts in Köln. Das wäre natürlich wichtig, auch hier wieder zu punkten. Wir gehen rein in der Hoffnung, dass das, was wird, auswärts... Ein 1:1. Fevers macht eine Hütte. Boah, Holpi mit 5,8. Malong 5,8. Viele schlechte Bewertungen dabei. Van Bergen mit 7,2. Sogar einer der besten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir vielleicht sogar ein leichtes Offensivproblem aktuell haben. 15 Spiele, 18 geschossene Tore ist jetzt halt gar nicht mal so geil. Also unsere Defensive ist für die Tabellenregion, wo wir unterwegs sind, 16 Gegentore, vollkommen in Ordnung. Also wenn man sich mal anguckt, hier Schalke 30 Gegentore gekriegt. Augsburg 30. Hertha hat alleine schon 28 bekommen. Also Defensive sind richtig gut dabei, aber unsere Offensive? Ich weiß nicht, irgendwie hakt es da noch ein bisschen. Ja, Holpi hat wirklich schlecht gespielt, der ist dann auch fürs nächste Spiel erstmal keine Option. Wir dürfen als nächstes gegen Eintracht Frankfurt ran und ja, ich wiederhole mich, wir sind jetzt halt relativ lange ungeschlagen. Wir können ja mal gucken, Frankfurt ist 13. Lass uns mal kurz schauen, wir haben 2 Unentschieden, wir haben 4 Unentschieden in Folge in der Liga. Ja, gut, dann noch den Sieg gegen Düsseldorf, den Sieg gegen Hertha. Wir sind 6 Spiele, glaube ich, in Folge ungeschlagen in der Liga, aber davon sind halt 4 Unentschieden. Deshalb, ja, ist es jetzt so gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wären wir im Pokal weiter, würde ich das alles viel entspannter sehen. Aber wir gucken erstmal in die Jugend-Scout-Berichte rein. Da haben wir wieder 3 Stück und da interessiert mich natürlich, ob der kroatische Scout jetzt endlich mal zugeschlagen hat. Aber es sieht immer noch nicht danach aus. Ich glaube, der kroatische Scout ist einfach räudige Scheiße. Muss man leider sagen. Also der Scout ist ja eigentlich, glaube ich, Franzose. I don't know. Aber er sucht leider echt Crap raus. So, Scout, der in Holland unterwegs ist, sieht auch nicht gut aus. Also, ich bin so ein bisschen Scout-mäßig enttäuscht. Also, bin ich ganz open und early, Alter. Dass hier mal wieder so ein richtiger Banger drin ist, ist irgendwie lange her. Aber gut, wir haben ja noch den deutschen Scout. Vielleicht kann der noch was rausholen. Aber, ja, nee. 700.000, Eike Schwabe. Maximilian Meyer. Sagt mir irgendwie was. Aber auch hier nichts leider. Was sagt denn der Jugendspieler, der 700k wert ist? Gucken wir mal rein. Das war, glaube ich, Eike Schwabe. Ah, 16 Jahre, 59er Gesamtrating. Rechts außen. Sieht ganz okay aus. Vielleicht ist auch einfach mein Anspruch höher geworden. Ich weiß es nicht. Wir spielen jetzt als nächstes erstmal gegen Eintracht Frankfurt. Spielen das Ganze mit der nominell ersten Elf. Leibold ist auf 79 hochgegangen. Das freut mich natürlich. Paciencia zurück bei Frankfurt. Der war ja ausgeliehen nach Schalke. Und Renault auch zurück. Beide in der Startelf. 10. gegen 13. Bitte lass mich hier irgendwie was Zählbares mitnehmen. Bitte lass mich was Zählbares mitnehmen. Es ist wieder ein Unentschieden. 2:2. Die Tore für uns machen Wamangi, Tuka und Funtas, der aber verletzt
raus musste. Es freut mich natürlich für Funtas, dass er genetzt hat von Drongele mit einer 4-9. Oh Gott, der hat richtig scheiße gespielt. Keller aber mit einer 7-0. Okay, das sieht nicht verkehrt aus. Damit ist es jetzt, glaube ich, das 7. Spiel in Folge, was wir nicht verlieren. Aber irgendwie das 5. Unentschieden in Folge. I don't know. Aber Funtas hat sich verletzt und das macht mir ein bisschen Sorgen. 4 Wochen fällt Taxi aus. Scheiße. Ja, Van Bergen freut sich, dass er jetzt wieder ein bisschen spielt. Ich überlege halt immer noch, ob ich den im Winter abgeben soll. Ich habe so einen kleinen persönlichen Groll gegen den entwickelt, bin ich ehrlich. Aber wie heißt es so schön? Manchmal muss man aus der Not eine Tugend machen. Da Taxi ja jetzt 4 Wochen verletzt ist, wird Van Bergen wieder in die Stadt erdrücken, weil Mangituka geht in die Sturmzentrale und wir haben das Nordderby vor der Brust. Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Wie gehen sie in das Spiel ohne Funtas rein? Puh, wir haben einen super Kader. Ja, ist so. Ist so. Van Bergen, ich hoffe, er kann die Lücke schließen. Ist ihre Mannschaft gut genug, um solche Leistungen weiterhin zu zeigen? Natürlich, safe. Aber ich würde halt mal echt gerne wieder gewinnen. Also, es ist ein guter Zeitpunkt. Wir sind bereit fürs Derby gegen Werder Bremen. Also, Freunde, Werder Bremen ist auf dem 8. Tabellenplatz. Das ist solide. Aber guck mal, wir haben 5 Unentschieden in Folge in der Liga. Bitte, ich will einfach wieder gewinnen. Ich werde das Spiel selber spielen, Freunde. Wir gehen rein. Und Freunde, guckt euch die schöne PS5-Animation an. Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Es steht ein Nordderby an. Und ich darf euch aus dem Weserstadion begrüßen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber da war einfach ein Miroslav Klose. Guckt euch das an, wie geil ist denn die Choreo, Alter. Richtig, richtig geil. Und wir spielen heute übrigens einfach im Schnee. Und hier haben wir die Mannschaftsaufstellung der beiden Teams. Die Werderaner kommen mit einer Fünferkette in die Partie. Jonjo Kenny haben sie verpflichtet. Rosario auch im Neuzugang von Eindhoven. Zartlin vorne im Sturm. Also eher eine defensivere Ausrichtung, kann man sagen. Hier sehen wir auf jeden Fall die Bremer Fans. Die sind natürlich heiß auf das Derby. Bremen spielt eine sehr gute Saison bis dato, sind auf dem 8. Tabellenplatz und dürfen sich heute gegen den 10-platzierten HSV beweisen. Die kommen im typischen 4-3-3-System um die Ecke und wir sehen hier tatsächlich die Bestbesetzung der Hamburger bis auf den verletzten Stürmerstar Funtas. Der Neuzugang im Sommer muss ja 4 Wochen pausieren. Daher Van Bergen heute von Anfang an auf dem Flügel und Wamangituka, der rückt im Sturmzentrum. Und dann kann es auch losgehen. Schnee. Boah, es sieht richtig gut aus auf der PS5. Wir gehen rein in die Partie. Sargent jetzt für die Bremer, muss aber erstmal abdrehen. Die Bremer aber weiterhin auf dem Weg nach vorne. Da ist Sargent, der setzt sich durch gegen Van Drongelen. Und die Bremer machen das richtig gut und kommen in Führung. 1:0, 16. Spielminute. Die Bremer sind in Führung gegangen durch Neuzugang Rosario von PSV Eindhoven. 1:0 für die Werderaner in diesem Nordderby. Mangituka mal blind nach vorne. Der Ball kommt aber irgendwie zu Mitchell Van Bergen. Van Bergen mit einem guten Dribbling. Van Bergen, richtig guter Abschluss. Und nochmal der Kopfball von Fevers. Die Hamburger melden sich in der 40. Minute das erste Mal offensiv in dieser Partie zu Wort. Ecke nochmal für die Bremer vor der Halbzeit. Die Hamburger können das Ganze klären und dann geht es wohl mit dem Stand von 1:0 in die Halbzeitpause. Durchgang Nummer 2 beginnt. Vorerst gibt es keine Wechsel auf beiden Seiten. Das ist doch kein Foul, Alter. Ey, das ist doch kein Foul. Das ist doch niemals Foul. Auch noch gelb. So, wir wechseln. Ich werfe jetzt alles nach vorne. Duziak raus, Malong raus. 2 Offensive, Choupo-Moting und Pirotte. Es ist ein absolut frustrierendes Derby bis jetzt. Sargent beim Freistoß. Mangituka. Jetzt Powerplay der Hamburger. Haben die noch was im Tank? Choupo-Moting kommt nicht dran. Fevers, die zweiten Bälle kriegen sie jetzt. Mangituka auf Van Bergen, aber der verdribbelt sich schon wieder. Mangituka. Van Bergen, kein Abseits. Van Bergen, kein Abseits. Van Bergen, Van Bergen! Van Bergen! 88. Minute der Ausgleich. Mitchell Van Bergen, der verloren geglaubte Sohn. Und Rüdiger Rammel kommt angerannt. Last-Minute-Ausgleich für die Hamburger. Und ich weiß nicht, ob das verdient war. Es ist einer unserer schlechtesten Saisonspiele bis jetzt überhaupt. Aber Mitchell Van Bergen nach Vorlage von Silas Wamangituka mit dem Ausgleichstreffer. Aber das war's. 90 Minuten plus Nachspielzeit sind vorbei. Das Nordderby geht 1:1 unentschieden aus. Und Freunde, ich sag euch was, damit kann ich sehr, sehr gut leben, weil das war schon wieder so ein schlechtes Spiel von unserer Mannschaft.
Hilfe, 6. Bundesliga-Unentschieden in Folge. Damit ist die Hinrunde vorbei. Wir stehen bei 21 Punkten und sind auf dem 10. Tabellenplatz. Ja, unsere Offensive ist halt echt... Also Defensive sieht sehr gut aus, 19 Gegentore. Aber unsere Offensive, da muss viel mehr kommen. 9 Unentschieden, ey, Hilfe. Wir gucken jetzt noch, dass wir in den 1. Januar starten. Das heißt, dass die Leihdeals abgeschlossen werden. Wir haben ja, ich glaube, so 2, 3 Spieler verliehen. Da können wir gleich nochmal reinschauen. Hein soll auch ausgeliehen werden. Das lehne ich aber ab. Und dann werde ich auch nicht weiter vorproduzieren. Ich möchte erstmal eure Kommentare lesen. Denn hier unter die Folge sollt ihr bitte auch wieder Transfervorschläge Lieferrück schreiben, Freunde. Ich brauche eure Hilfe. Denn im Januar möchte ich ganz gerne reagieren. Und damit herzlich willkommen im Jahr 2022 mit dem Hamburger Sportverein. Wir, wir hoffen, dass wir in dem Jahr natürlich noch ein bisschen besser abschneiden können. Ambrosius und Fabisch wurden ausgeliehen. Monatsbericht der Jugendmannschaft, da ist jetzt erstmal nichts Interessantes dabei. Und ja, Freunde, die Tabellensituation kennt ihr. So sieht aktuell unser Kader aus. Van Bergen so ein bisschen rehabilitiert. Aktuell tendiere ich tatsächlich dazu, ihn doch zu behalten. Ich überlege hingegen, vielleicht Erik-Maxim Choupo-Moting abzugeben, weil, ja, das... Also unser Sturm sieht ja nicht schlecht aus, aber er performt einfach nicht. Das ist das Bittere. Oder ich mache aus Wamangi Tuka doch einen Stürmer. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich bin aktuell sehr, sehr unentschlossen. Und das ist ja derzeit sowieso noch verletzt, genauso wie Wanyoman. Also was Verletzungspech angeht, da sind wir jetzt auf jeden Fall gut dabei. Aber mal ganz im Ernst jetzt. Also, welche Position sollen wir denn jetzt zwangsläufig verbessern? Sollen wir Van Bergen abgeben und, keine Ahnung, Choupo-Moting und uns dann einen richtigen Brecher für die Offensive holen? Weil, ganz ehrlich, also das Mittelfeld mit Febers, Malong und Dudziak, das ist ein sehr gutes Bundesliga-Mittelfeld. Und Biagey ist einer unserer besten Spieler. Die Innenverteidigung oder beziehungsweise generell die Viererkette, wenn alle fit sind, Leibold, Van Drongelen, Bayer und Wanyoman ist auch stark. Ulreich, wir haben einen guten Keeper. Das Ding ist, also rein, wenn man auf den Kader sich den Rating-mäßig anguckt, kann man halt schon einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen. Ich weiß nicht, Freunde, schreibt mal gerne Kommentare, wen ihr gerne sehen würdet, was ihr machen würdet. Ich bin erstmal raus. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Smash den Daumen nach oben, schreibt mir Transfervorschläge. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Bis morgen, macht's gut und ciao, ciao. Morgen übrigens 11 Uhr, weil Wochenende. Ne? Bis dann, Bescheid.